angenehmen Abend, meine Damen und Herren. Hier ist noch eine kurze Sonderausgabe der Zeit im Bild. Am dritten Tag der heftigen Gewalt im Nahen Osten werden immer mehr erschütternde Seiten der Attacke auf Israel durch die Hamas bekannt. Allen voran steht die Opferzahl. Mindestens 800 Israelis sind bei diesem Überfall schon getötet worden. Tausende sind verletzt. Das sind Zahlen, die in Israel für viele unvorstellbar waren, auch wenn die Sicherheitslage schon länger angespannt war. Erschreckend ist die Brutalität der Terroristen, besonders etwa bei einem Musikfestival, das mit Beginn des Überfalls von Kämpfern gestürmt worden ist. 260 Menschen sollen allein dort ermordet worden sein. Und das waren vorwiegend junge Leute, die nichtsahnend in der Wüste zu Musik gefeiert haben, allerdings nur 5 Kilometer von der Grenze zu Gaza entfernt. Das haben die Hamas-Kämpfer am Samstag in der Früh beinhart ausgenutzt. Es sind die letzten Stunden und Minuten vor dem Angriff. In welcher Gefahr sie sich befinden, ahnt von den jungen Menschen hier noch niemand. Dann plötzlich wird das Musikfestival zum Albtraum. Sie sind aus allen Richtungen gekommen. Wir haben nicht gewusst, wohin wir flüchten sollen. Panik macht sich breit. Hunderte Menschen stürmen zu ihren Autos oder rennen auf freiem Feld um ihr Leben. Überall rundherum Schüsse. Gili Joskovic hat überlebt. Zunächst sei sie im Auto geflohen. Als auf sie geschossen wurde, sei sie zu Fuß weitergelaufen und habe sich zwischen Bäumen versteckt. Sie sind von Baum zu Baum gegangen und haben überall um sich geschossen. Ich habe so viele Menschen sterben gesehen. Auf Aufnahmen von Autokameras ist zu sehen, wie die Angreifer Fahrzeuge durchkämmen und Geiseln nehmen. Das Schicksal ihrer Opfer ist ungewiss. Beim Flughafen Ben-Gurion sammeln sich indes verzweifelte Angehörige. Hier haben die Behörden ein Einsatzzentrum für Vermisste eingerichtet. Mehr als 100 Menschen sind an verschiedenen Orten nahe des Gazastreifens von Hamas-Terroristen entführt worden. Manche Angehörige bitten in den Medien um Hilfe. Meine Cousine und ihre Babys sind von Hamas-Terroristen entführt worden. Bitte helft uns. Tut etwas, damit sie unsere Verwandten wieder lebend zurückgeben. Auch Elat Hakim fürchtete, entführt zu werden. Er war einer der Besucher des Musikfestivals. Ich war mir sicher, dass ich entführt werde. Ich habe meinen Eltern geschrieben, dass ich nicht gelitten habe und dass alles okay sein wird. Am Ende hat Hakim Glück gehabt. Was er sich jetzt am meisten wünscht, diesen Albtraum zu vergessen. Dutzende Israelis, Frauen, Kinder, Junge und Alte in den Händen der Palästinenser. Die Hamas droht schon damit, Schritt für Schritt Geiseln hinzurichten. Tim Kupal noch einmal live in Jerusalem. Hat irgendjemand in Israel damit gerechnet, dass so etwas je möglich sein könnte? Nein, das ist völlig undenkbar. Es ist eine nationale Katastrophe und jeder Israeli, mit dem man spricht, sagt, das ist unser 9-11, nur noch schlimmer. Frauen, Männer, Alte, Junge, Kinder, Babys, alle sind verschleppt worden. 130 Geiseln soll die Terrororganisation Hamas und die Terrororganisation Islamischer Dschihad in Gaza in ihrer Gewalt haben. Und schon werden sie zum Faustpfand für mögliche Verhandlungen. Die Hamas droht jetzt etwa immer wieder Geiseln hinzurichten, das auch öffentlich zu übertragen, sollten die israelischen Streitkräfte ihre Offensive nicht einschränken und Warnungen abgeben, bevor man Häuser mit Zivilisten bombardiert. Das ist übrigens etwas, was die israelischen Streitkräfte früher immer getan haben. Ein kurzer Anruf, dieses Haus wird bombardiert, damit genug Zeit ist für die Bewohner, um das zu verlassen. Und das scheint diesmal nicht der Fall gewesen zu sein. Diese Drohung steht im Raum und beherrscht jetzt hier gerade die Schlagzeilen. Das Angebot von Katar bei der Verhandlungen über einen möglichen Geiselaustausch und Gefangenenaustausch zu vermitteln, das hat die israelische Regierung mittlerweile mit den Worten abgelehnt. Es gibt keine Verhandlungen. Aus früheren Krisen weiß man ja, die Hamas lässt sich solche Freilassungen von Geiseln teuer bezahlen. Erinnern wir uns, vor 10 Jahren wurden im Gegenzug für einen Soldaten mehr als 1000 Palästinenser freigelassen. Wird Israel alle retten können?
Das ist bisher immer die israelische Doktrin gewesen. Niemand darf zurückgelassen werden. Alle müssen zurück nach Israel kommen. Selbst getötete Soldaten hat es Gefangenenaustausch gegeben. Wegen zweier entführter Soldaten hat der Libanonkrieg begonnen. Also ja, man wird alles versuchen. Man weiß aber noch nicht wirklich, wie das gehen soll. Speziell, wenn die Hamas beginnt, ihre Drohung wahrzumachen, Geiseln zu töten. Vieles spricht dafür, dass man tatsächlich sich einlässt auf eine langwierige, riskante Bodenoffensive. Mit der Bitte um eine kurze Antwort möchte ich Sie noch zu jüngsten Berichten fragen, wonach es vor diesem Überfall Warnungen an Israel durch Ägypten gegeben haben soll. Was wissen Sie dazu? Auch diese Meldung hat hier großes Aufsehen ausgelöst. Angeblich soll es vor 10 Tagen eine Warnung gegeben haben vor einer großen Sache, die in Gaza geplant werde. Das lässt sich jetzt nicht verifizieren. Dementis von allen Seiten. So viele Dementis, dass man fast glaubt, es könnte etwas dran sein. Dankeschön, Tim Kuppal, wieder für diese Schilderungen live aus Jerusalem diesmal. Fest steht jedenfalls, Israel bereitet offenbar Großes vor. 300.000 Reservistinnen und Reservisten wurden eingezogen. Das sind so viele wie noch nie. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Gazastreifens heißt das wohl, nach den Bombardements aus der Luft werden sie möglich eine heftige Bodenoffensive der israelischen Armee erleben. Schon jetzt sind in Gaza laut Angaben der Hamas rund 500 Menschen getötet worden und mehr als 2.700 verletzt. Schweres Gerät rollt heute in Israel Richtung Gazastreifen. Gleichzeitig laufen Bombardements aus der Luft auf die Terrorstellungen im Palästinensergebiet. Auch sonst ist Israel dabei, den Gazastreifen vollständig zu blockieren, so der Verteidigungsminister. Wir verhängen eine komplette Belagerung über Gaza. Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Benzin mehr geben. Alles wird abgeriegelt. Betroffen davon sind 2 Millionen Menschen, die auf dem 40 Kilometer langen Streifen am Mittelmeer zwischen Israel und Ägypten leben. Es ist fast vollständig städtisches Gebiet. Erst nach einer intensiven Aufklärung aus der Luft wird die israelische Armee eine mögliche Bodenoffensive als sogenannten Kampf der verbundenen Waffen starten, schätzt der österreichische Militärstratege. Das bedeutet eben dann, dass man Aufklärung vor Ort hat, dass man Artillerieunterstützung hat, dass man mit Kampfpanzern unterstützen kann und dann schlussendlich mit der Infanterie, mit den Soldaten eben zu Fuß dann wirklich hineingeht in die Stadt und dort eben versucht dann, ja, je nachdem, die Häuser eben freizukämpfen oder dort eben diese militärischen Ziele dann eben zu entdecken und dann eben diese zu neutralisieren. Damit deutet Gruber ein großes Problem für die israelische Armee an. Mehr als 100 Geiseln dienen den Hamas-Terroristen als lebende Schutzschilde. Wo immer Israel angreifen wird, muss es davon ausgehen, auch eigene Staatsbürger zu treffen. Eine Bodenoffensive ist ein brutaler Kampf von Haus zu Haus. Israel steht vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung, sagen heute auch israelische Militäranalysten. Für die israelischen Streitkräfte ist es immens heikel, weil sie eben genau diesen Zwiespalt haben. Ja, sie müssen einerseits militärische Ziele erreichen und ihren Auftrag erfüllen und andererseits müssen sie darauf Acht geben, dass sie möglichst wenig Schaden an der Zivilbevölkerung und auch an den israelischen Geiseln eben verursachen. Ja. Daher gehe ich davon aus, dass man hier sehr intensiv aufklärt, sehr intensiv schaut, wo befinden sich zum Beispiel Geiseln und hier dann möglichst gezielt eben zuschlagen zu können. Deshalb geht Gruber eher nicht davon aus, dass eine israelische Bodenoffensive bereits in den kommenden Stunden erfolgen wird. Wenn die Streitkräfte dann angreifen, wird es wohl im Dunkeln sein. Man wird es sicherlich wahrscheinlich auch die Nacht ausnutzen, weil man in der Regel natürlich durch Nachtsichtgeräte hier über bessere Möglichkeiten verfügt und hier einen gewissen Überraschungsmoment hat. Aber man kann sich das nicht so vorstellen, dass das dann innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden erledigt ist. Also so eine groß angelegte Offensive wird sicherlich ja, mehrere Tage, Wochen oder kann bis zu Monate dauern. Also immer nur in der Nacht zu operieren wird dann nicht möglich sein. Der Zeitdruck ist jedenfalls groß. Die israelische Bevölkerung erwartet von ihrem Militär eine schnelle, entschlossene Antwort auf den Terrorüberfall vom Samstag. Und wir gehen dazu jetzt live nach Berlin zu Guido Steinberg. Er ist ein bekannter Islamwissenschaftler und Terrorismusexperte. Danke, Herr Steinberg, für Ihre Zeit. Was denken denn Sie, Herr Steinberger, wie wird denn die Antwort Israels, die gerade angesprochen worden ist, aussehen? Ja, also die Antwort Israels wird immer konkreter. Der israelische Armeesprecher hat heute gesagt, dass es das strategische Ziel sein wird, die Hamas von der Herrschaft in Gaza zu entfernen. Das bedeutet, dass wir eine große Bodenoffensive sehen werden, bei der auch zumindest der überwiegende Teil des Gazastreifens von den Israelis eingenommen werden wird.
Aber wenn wir von dieser Bodenoffensive ausgehen, dann wird das wohl auch verheerend für die 2 Millionen Menschen, die in Gaza leben. Wer ist das eigentlich? Stehen die alle ganz klar hinter der Hamas? Sind die bereit, das alles mitzutragen, hinzunehmen? Ja, die Luftangriffe im Moment laufen, die sind schon verheerend. Auch die Folgen für die Geiseln werden wahrscheinlich schwerwiegend sein. Die Bevölkerung von Gaza ist in gewisser Weise auch in der Geiselhaft der Hamas. Die Hamas hat zwar die Macht dort übernommen nach freien Wahlen im Jahr 2006, aber es hat sich danach doch immer wieder Widerstand gezeigt. Gerade erst vor ein paar Monaten haben die Bewohner von Gaza demonstriert. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Hamas und auch der Islamische Dschihad im Gazastreifen so viel Unterstützung haben, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung, die wahrscheinlich keinen Krieg will, die wahrscheinlich auch die Hamas nicht unterstützt, in Schach halten können. Letzten Endes wissen wir nicht genau, wie viele Bewohner von Gaza hinter der Hamas stehen, aber ich gehe davon aus, dass es nicht die Mehrheit ist. Aber das heißt trotzdem, man muss eigentlich ausgehen von einem furchtbaren Häuserkrieg. Wenn ich mir die Bilder aus Gaza-Stadt anschaue, das ist eben dicht verbaut, wie das schon erwähnt worden ist. Also ein schrecklicher Häuserkampf steht bevor. Ja, wir haben das in der Vergangenheit schon einige Male erlebt. Die israelische Truppen sind in der Vergangenheit mehrfach in den Gazastreifen eingedrungen und haben sich dort auch auf städtisches Gebiet begeben. Wenn die israelische Regierung die Entscheidung trifft, einen großen Teil des Gazastreifens zu erobern, dann werden wir dort ganz viele Tote unter der Zivilbevölkerung haben. Wir werden Opfer auf israelischer Seite beim Militär haben und das in nicht unerheblicher Zahl. Und so wie ich die israelischen Reaktionen in den letzten Stunden einschätze, werden die Israelis auch versuchen, einen großen Teil der Hamas nicht nur zu fangen, sondern auch zu liquidieren. Glauben Sie eigentlich, dass es ein übergeordnetes Ziel, einen großen Plan der Hamas gibt? Oder wollte sie einfach nur Terror, Angst und Schrecken verbreiten? Weil politische Verhandlungen erreicht man mit so einer Form der Gewalt wohl eher nicht, oder? Ja, ich glaube, dass es ein größeres politisches Ziel gibt. Es laufen ja seit einigen Monaten Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und den USA über einen Frieden zwischen Saudi-Arabien und Israel. Diese Verhandlungen sind konkreter geworden in den letzten Wochen. Auch die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Abbas wurde daran beteiligt. Und ich sehe das hier als Versuch der Hamas klarzumachen, dass es da einen weiteren Spieler in den palästinensischen Gebieten gibt, der diese Friedensverhandlungen ablehnt und auf eine ganz andere Strategie setzt. Viele fragen sich ja, wie das der Hamas überhaupt gelingen konnte, diese Aktion so lange geheim zu halten und dann aus Hamas-Sicht so wirkungsvoll durchzuführen. Wundert Sie das eigentlich auch? Ja, das wundert mich sehr. Mich wundert nicht so sehr, dass die israelischen Geheimdienste keine Vorabinformationen hatten. Obwohl sie sehr gut sind, muss man auch berücksichtigen, dass die Hamas eine professionell ausgebildete Organisation ist, die auch so gut mobilisiert ist, so gut motiviert ist, so stark ideologisiert, dass es ihr da wohl gelingen kann, auch größere Operationen einmal geheim zu halten. Geheimdienste machen Fehler, sie haben eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Was ich tatsächlich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass die Gaza-Grenze auf israelischer Seite fast gar nicht geschützt war. Ich hätte erwartet, dass die eine Division, die dort zuständig ist, also 20.000 Mann und Frau, so Pi mal Daumen, dass die auch in ihrer Mehrheit präsent sind. Das scheint überhaupt nicht der Fall gewesen zu sein. Also ich sehe da weniger ein Versagen der Geheimdienste, auch wenn die Fehler gemacht haben sollten, als vielmehr Fehler der politischen Führung und auch des Militärs. Sie waren fahrlässig, sie waren arrogant, sie haben nicht damit gerechnet, dass der Gegner eine solche Aktion durchführen kann, obwohl es Informationen darüber gab, dass die Hisbollah vielleicht dieses Jahr Ähnliches plant. Also sie haben noch nicht einmal die Entschuldigung, dass sie sich nicht vorstellen konnten, was dort passiert. Das Szenario war bekannt, es wurde halt nur für den Gazastreifen, für die Hamas nicht ernst genommen. Eigentlich müsste nach diesen Aktionen die Regierung gehen, die Armeeführung und vielleicht auch einige andere.
Da wird sich die Regierung noch viele kritische Fragen gefallen lassen müssen. Herr Steinberg, noch zum Abschluss ganz kurz. Sehen Sie irgendwo, man kommt sich fast komisch vor, wenn man das Wort verwendet, aber eine Chance auf Frieden? Nein, die sehe ich nicht. Die israelische Gesellschaft steht jetzt hinter der Regierung. Die Regierung scheint entschlossen zu sein, im Gazastreifen zumindest eine sehr, sehr große Aktion durchzuführen. Die große Gefahr für die nächsten Stunden und Tage ist, dass dieser Kampf eskaliert, sich vielleicht auf den Libanon ausweitet, vielleicht sogar die Iraner in irgendeiner Weise in diesen Konflikt hineingezogen werden. Das gilt es zu verhindern. Ich wäre schon zufrieden, wenn der Kampf sich auf Gaza und Israel beschränken wird. Betrübliche Einschätzungen, aber hochinteressant von Guido Steinberg. Danke sehr für Ihre Zeit und alles Gute nach Berlin. Ja, meine Damen und Herren, soweit ein weiterer Schwerpunkt zur aktuellen Gewalt in Nahost. Die nächsten Informationen dazu bekommen Sie natürlich in der ZIP 2, die heute allerdings etwas später beginnt, um kurz vor 23 Uhr. Einstweilen wünschen wir einen angenehmen Abend. Danke fürs Zuschauen und alles Gute.